Buenos dias, Señor Ortega. Geht's Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. Ihr Sohn ist wohl nicht da. Sie kennen meine Meinung. Also quälen Sie uns nicht länger. Carajo! Ich möchte gern mit Ihnen noch mal über alles reden. Es gibt da vielleicht einiges, was Sie nicht so zu Ende gedacht haben. Ihr Sohn... Mein Sohn? Der sieht das genauso wie ich. Wir werden nie im Leben von ihr weggehen. Verstehen Sie? Sie schon wieder, Dr. Marquez. Oh. Ich habe schon zu Ihrem Vater gesagt, es gibt da gewisse Neuigkeiten, über die wir noch mal reden sollten. Wie oft, um Himmels Willen, muss ich Ihnen noch sagen, dass es zwecklos ist? Machen Sie das verdammt noch mal auch Ihren Leuten klar. Das sind nicht mehr meine Landsleute. Schon lange nicht mehr, das wissen Sie. Wie dem auch sei. Sie sind umsonst gekommen, wir verkaufen nicht. Marquez, Marquez. Nehmen wir einen kleinen. Oh, der tut immer gut. Ja, warum nicht? Moment. Unter einer Bedingung, Doktor. Kein ewiges Palaver um das Thema Haus. Ist das klar? Hm? Komm, komm, komm. Und hier die Wetteraussichten fürs kommende Wochenende. Eine Kaltfront beschert uns Temperaturen bis minus 15 Grad. Also warm anziehen. Haben wir Sie jemals enttäuscht? Das Projekt hat für uns oberste Priorität. Wir müssen nur noch letzte Formalitäten erledigen. Sie haben mein Wort. Das müsste doch reichen. Klar. Grüß dich. Wer hat den Kuba-Deal verbockt? Den Mann sofort zu mir. Morgen, bitte. Schatz. Nach oben? Ja. Guten Morgen. Morgen. Was ist denn mit unserem kleinen Napoleon los? Die Luft brennt. Der Direktor will ihn sprechen. Schlechte Nachrichten. Ja, wie erreiche ich Sie denn? Ja, Sie hören von mir. Selbstverständlich. Auf Wiederhören. Holzer, Sie haben noch in Madrid studiert. Ja. Das heißt, Sie sprechen perfekt Spanisch? So ziemlich. Wieso? Sie packen Ihren Koffer und fliegen nach Kuba. Da spricht man doch Spanisch, oder? Uns ist ein Grundstücksdeal am Platzen mit einer Schweizer Hotelkette. Die wollen da ein Luxusressort hinklotzen. Das Filetstück gehört einer kubanischen Familie. Ihnen wurde eine Entschädigung angeboten, aber die wollen da trotzdem nicht runter. Wer hat sich denn bis jetzt um die Sache gekümmert? Ein Deutscher, der Wurzeln geschlagen hat. Der hat komplett versagt. Aber verlieren wir keine Zeit mit Gerede, Holzer. In 4 Stunden geht Ihr Flieger nach Havanna. Aber ich war noch nie auf Kuba und ich kenne mich da auch nicht aus. Das ist die Chance, Karriere zu machen, Holzer. Sie machen das schon. Ich bin mir da ganz sicher. Sie haben eine Woche Zeit, den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Gute Reise. Ich weiß, dass du ein vielbeschäftigter Mann bist. Aber wenn du dich nicht meldest, dann muss ich mal wieder vorbeikommen und dir deine süßen kleinen Öhrchen langziehen. Hier ist deine Mutter. Wie sieht's denn nun aus? Wir wollten noch in den Autosalon und meine neuen Wagen aussuchen. Ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen. Nächsten Mittwoch würde mir passen. Ganz schön kühl. Saukalt. Ja, stimmt. Hey, sind Sie blind? Können Sie nicht aufpassen? Entschuldigung, aber ich hab's eilig. Fliegen Sie immer mit einem Rettungsring? Gucken Sie lieber, wo Sie hinlaufen.
Flotter Typ, was? Solche wie den treffe ich jeden Tag. Willkommen an Bord. Möchten Sie etwas trinken? Stilles Wasser, bitte. So klein ist die Welt. Champagner? Die Leselampe funktioniert nicht. Eben ging sie nicht. Danke. Bitte. Ich werde auch erst spät wieder zurück im Hotel sein. Ach, schade. Ciao, ciao. Maria. Ciao, Dolores. Bis morgen. Ja. Ah, Herr Holzer. Ach, dann sind Sie Tschochner. Marquez, der splenige Deutsche, der seiner Heimat den Rücken gekehrt hat, um hier nochmal Wurzeln zu schlagen. Sie wundern sich über meinen spanischen Nachnamen, hm? Dann stellen Sie sich mal vor, wie ein Kubaner den Namen Tschochner ausspricht. Also das wollte ich mir dann auf die Dauer doch nicht antun. Da steht mein Wagen. Geben Sie mal her. Außerdem ist es hier manchmal ganz nützlich, wenn man nicht sofort als Ausländer erkannt wird. Das war auch mit ein Grund dafür, dass ich den Namen einer kubanischen Frau angenommen habe. Na, was ist? Haben wir Hunger? Gehen wir irgendwo was essen oder lieber gleich ins Hotel? Ich habe da was Schnuckeliges für Sie ausgesucht. Direkt am Hafen, nichts Touristisches. Sie werden es lieben. Aber vorher zeige ich Ihnen noch was von Havanna. Vielen Dank, aber ich bin zum Arbeiten hier. Wie weit ist es bis zu diesem Grundstück? Naja, eine gute Stunde. Dann fahren wir gleich dorthin. Ich möchte mir so schnell wie möglich einen Eindruck verschaffen. Was ist? Nichts. Wir sind da. Da drüben ist es, das Grundstück der Ortegas. Das ist wirklich ein Stück vom Paradies. Das Haus sieht ziemlich runtergekommen aus. Ich kann doch froh sein, dass Sie von dem Geld woanders was Neues bauen können. Haben Sie eine Ahnung, was Bauen in Kuba bedeutet? Mit der richtigen Währung dürfte auch unter diesen Bedingungen einiges machbar sein. Und wenn nicht, stellen wir den Leuten Unterstützung mit Baumaterial in Aussicht oder... Ja, was glauben Sie, was ich schon alles versucht habe? Ich bin fest davon überzeugt, auch in diesem Land ist am Ende alles nur eine Frage des Preises. Sie können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber es gibt Menschen auch in diesem Land, denen materielle Dinge nicht so viel bedeuten. Da müssen wir eben Druck ausüben. Die kubanische Regierung hat ja wohl auch ein Interesse daran, dass hier ein Hotel hingebaut wird und Dollar reinkommen. Schließlich ist der Tourismus die Haupteinnahmequelle für dieses Land. Was denken Sie sich? Man kann auf Kuba keine Menschen enteignen. Gut, dann machen Sie mir einen Termin beim zuständigen Ministerium. Okay, Sie sind der Boss. Ich meine nur, mit brachialer Gewalt werden wir gar nichts erreichen. Also, wenn Sie eine bessere Idee haben, bitte. Ich frag mich nur, warum Sie dann bisher keinen Erfolg hatten.
Wenn es stürmisch ist, dann wird es allerdings ein bisschen laut. Sie können das Fenster aber auch zulassen. Ja, ja. Es gibt eine Klimaanlage. Bis morgen. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Vielen Dank auch für Ihre Bemühungen, Senor Marquez. Papa, Dolores hat mir einen neuen Reifen aus Madrid mitgebracht. Hatten wir nicht ausgemacht, dass du mir beim Fangausladen hilfst? Ich wollte das Motorrad wieder flott haben. Ja, klar, du bist genau der Sohn, den dein Vater sich wünschen kann. Verkauf doch das Haus und dann musst du nie du mehr arbeiten. Du weißt doch ganz genau, das Thema ist durch. Hier wird gar nichts verkauft. Das ist unser Zuhause. Die Hütte fällt doch bald zusammen. Dagegen muss man eben was tun. An wen denkst du dabei, ja? Du wirst älter und älter und Opa ist schon gebrechlich. Und ich bin auch bald weg. Was glaubst du denn, wozu ich studiere? Ja, euch beiden scheint es nicht wohl zu sein, wenn ihr nicht streiten könnt. Mein wunderbarer Sohn. Könnt ihr doch auch mal an die Familie denken. Nicht immer nur an sich. Papa, verlang nicht zu viel von ihm. Er denkt sehr wohl an uns. Er will was aus sich machen. Das kannst du ihm doch nicht übel nehmen. Es wäre was anderes, wenn die hier ein Hospital herbauen würden oder eine Schule. Aber nein, ein Luxushotel. Holzer. Schanz hier. Wollte mal wissen, wie Sie vorankommen. Haben Sie das Grundstück? Ja, nein. Herr Schanz. Was ist denn los mit Ihnen? Ach so, ja, die Zeitverschiebung. Ich habe mir das Grundstück erstmal angesehen. Hier herrschen ziemlich chaotische Zustände, jedenfalls was die Eigentumsverhältnisse angeht. Und was sagt unser Kontaktmann in Havanna, dieser... Marquez. Genau. Er hat doch Verbindungen bis in die höchsten Kreise. Behauptet er jedenfalls. Er ist wirklich keine große Hilfe. Aber mir fällt schon was ein. Sie wissen, ich zähle auf Sie. Ja, Herr Schanz. Bis dann. Bis dann. Geh schon mal frühstücken, ich muss noch duschen. Maria, kann ich bei dir duschen? Bei mir gibt es nur kaltes Wasser. Ja, geh schon los, aber lass mir die Tür auf. Danke. Was gucken Sie denn so? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Warten Sie mal.
Ich habe mich ausgesperrt. Sie könnten zur Rezeption gehen. Die haben sicher einen zweiten Schlüssel. Ach was, das schaffen wir auch so. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn Sie mit mir frühstücken gehen. Okay. Gut. Ich brauche aber noch 10 Minuten. Ich warte im Foyer. Gut. Was macht das schon? Ich kenne ein nettes kleines Café. Typisch kubanisch. Schön. Wie gefällt Ihnen Havanna? Es hat Charme. Sie haben sich hoffentlich nicht mit Ihrem Freund gestritten. Wieso? Naja, weil Sie im Hotel wohnen. Ich wohne außerhalb der Stadt, so bin ich schneller am Flughafen. Und der junge Mann mit dem Motorrad? Sie sind aber neugierig. Da hinten ist es. Im Spiegeleier mit Bacon, Obstsalat, frittierte Kartoffeln, Weißbrot, Milchkaffee und Orangensaft. Hätten Sie auch ein Müsli? Müsli? Oh nein, kein Müsli. Gut, ich nehme das gleiche wie die Dame. Dankeschön. Essen Sie das jeden Morgen? Eigentlich trinke ich nur Kaffee, ich habe das Ihretwegen bestellt. Das kann ja ein toller Tag werden mit vollem Magen. Und dann noch in Ihrem schicken Anzug. Ist sie nicht heiß? Eigentlich schon. Ich... Ich heiße übrigens Jan. Dolores. Entschuldigen Sie. Holzer? Marquez hier. Mama, ich will was schon mal hier. Nein, nein, jetzt nicht. Hey, hast du dein Fahrrad gesehen? Ja, er hat es mir gezeigt. Ich bin ja schief. Sind Sie noch dran? Ich wollte Ihnen nur sagen, ich kann heute nicht ins Ministerium fahren. Zwei meiner Kinder sind krank. Ja, meine Frau und ich haben die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Wir müssen mit Ihnen ins Krankenhaus. Kann sich nicht Ihre Frau darum kümmern? Nein. Die muss schon die anderen in die Schule und in den Kindergarten bringen. Sie selbst hat ja auch schon Fieber. Gut, das lässt sich nun mal nicht ändern. Aber bleiben Sie bitte dran. Sie wissen, wie wichtig die Angelegenheit für unser Unternehmen ist. Und geben Sie mir sofort Bescheid, wenn Sie etwas erreicht haben. Herr Marquez, hasta luego. Hasta luego. Nur Stress und Ärger bringt mir dieser Mist. Warum tue ich mir das bloß an? Weil wir davon über ein Jahr lang gut leben können. Sie sind geschäftlich hier? Verstehe. Dann sind Sie also einer von diesen Businessmen, die bei uns das große Geld machen wollen. Naja, Ihr Land profitiert doch auch davon. Ich meine, wenn dadurch die Wirtschaft belebt wird, kann das nur gut für die Bevölkerung sein. Ich weiß, Sie sind wieder Missionar, der nur das Beste für die Menschen will. Aber kennen Sie denn Land und Leute so gut, dass Sie genau wissen, was gut für Sie ist? Wie oft waren Sie schon auf Kuba? Ich bin das erste Mal hier. Die Kubaner haben ihren eigenen Stolz. Das werden Sie schon bald merken. Wenn Sie lachen, sind Sie noch schöner. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen? Um 12 geht meine Maschine. Ich muss heute nach Paris. Aber es kommt nicht in Frage, dass Sie bezahlen. Ich habe was wieder gut zu machen. Ich muss zu meinem Flieger und Sie zu Ihren Geschäften. So ist das Leben. Ciao. Sehen wir uns wieder? Wer weiß? Wir sind hier auf einer Insel. Und Kuba ist eigentlich ein Dorf. Vielleicht laufen wir uns mal wieder über den Weg. Ciao.
Wie wäre der? Der vielleicht, hm? Und was ist mit dem da? Tja, das ist mein Privatwagen. Chevy Baujahr 53. Oh, nicht ganz, 52. Aber er läuft, sage ich Ihnen. Wie geschmiert. Buenos dias. Buenos dias. Hola. Buenos dias. Kann ich dir vielleicht helfen? Ich fand die Gegend so schön, da musste ich einfach anhalten. Woher kommst du? Aus Deutschland. Meine Schwester ist da oft. Ich würde ja auch gerne mal hin. Soll aber sehr kalt sein. Kann man wohl sagen. Besonders um diese Jahreszeit. Wenn ich das hier so sehe, habe ich gar keine Lust, ins Hotel zurückzufahren. Kannst du mir nicht einen Tipp geben, wo ich hier was mieten kann? Naja, vielleicht habt ihr ein Zimmer in eurem Haus frei. Tja, hier im Haus nicht, aber ich meine, wenn du keinen allzu großen Wert auf Komfort legst. Ja, da gibt's ein kleines Häuschen. Sieh's dir an, verpflichtet dich zu nichts. Ja, gerne. Warum nicht? Dann komm mit. Es ist alles ein bisschen alt und wackelig, aber mit einem Trick. Gewusst wie. Gehört das Haus dir? Nein, nein, meinem Vater. Alles, was du hier siehst, hat er von meinem Großvater. Der alte Mann draußen am Boot? Ja, meine ganze Familie lebt hier. Der Opa, meine Eltern, meine Schwestern, deren Kinder. Und wer ist das da? Ah, Elegua. Wenn das Haus leer steht, schützt er es vor bösen Geistern. Wow. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Einfach und ursprünglich. Wie machen wir das mit der Bezahlung? Pro Übernachtung wie im Hotel oder pro Woche? Wie du es gern hättest. Okay, sagen wir $200 die Woche? Zu wenig. Nein, nein, von mir aus stimmt es. Okay. Gehen wir. Deine Familie hat doch hoffentlich nichts dagegen. Lass mich nur machen, ich regle das mit meiner Mutter. Heißt das, deinem Vater wäre das vielleicht nicht so recht? Nein, so kann man das nicht sagen. Aber in manchen Dingen ist er etwas eigen. Sorry. Deine Mutter ist da wohl offener. Naja, nach außen mag es nicht so aussehen. Aber in Familienangelegenheiten redet sie ein entscheidendes Wort mit. Okay, dann hole ich jetzt meine Sachen aus dem Hotel. Aha. Na, der Schlüssel steckt, wie ich gesehen habe. Aber im Grunde brauchst du ihn nicht. Hier kommt nichts weg. Ganz bestimmt nicht. Okay. Bis dann. Bis später. Maria, kannst du mir das mal umtauschen? Die Dame vom Platz 13 wollte wohl keine Lasagne, habe ich verwechselt. Sag mal, Schätzchen, könnte es sein, dass du verliebt bist? Wie kommst du denn darauf? Oh, mir kannst du nichts vormachen. Du bist ganz woanders mit deinen Gedanken. Was du wieder denkst. Oder bist du jetzt Wahrsager? Wer weiß. Du kannst hier nicht machen, was du willst, Ernesto. Einfach das Häuschen vermieten. Du bist dann wieder in deiner Uni und wir sitzen hier mit der ganzen Arbeit. Ich hab's nur gut gemeint, Papa. Und es kann ja wohl nicht schaden, wenn ein bisschen Geld reinkommt. Wenn du so stur auf deinem Land sitzt. Und dazu auch noch ein Ausländer. Weißt du, was das für einen Ärger bringen kann? Ach komm, jeder vermietet schwarz und versucht an ein paar Dollar ranzukommen. Aber du hättest mich wenigstens vorher fragen können. Hab ich doch. Aber Mama. Sie war dafür. Aha. Sieh mal an. Sie war dafür. Irgendwann kommt der Moment, wo ich hier gar nichts mehr zu sagen habe. Irgendwann gebt ihr beiden aber mal Ruhe.
Vielleicht habt ihr ja nur Hunger und seid deshalb so unleidig. Es steht alles auf dem Tisch. Habt ihr wohl übersehen. Haben Sie doch hergefunden. Kommen Sie, das Essen steht auf dem Tisch. Ich habe schon gegessen. Aber ich bitte Sie, ein bisschen hat immer noch Platz. Und wenn man nicht isst, trinkt man was. Es geht ja nicht nur ums Essen. Man sitzt gemütlich zusammen und redet miteinander. Oder machen Sie gerade eine Diät? Hä? Na, kommen Sie. Ich meine, ich hatte es Ihnen schon mittags gesagt. Hören Sie, meine Frau hat morgen Geburtstag und ich muss noch ein Geschenk besorgen. Glaubt nicht, dass mich der Antreiber weggelassen hat. Man sollte ihm eins auf die Fresse hauen. Jetzt nehmt euch zusammen. Ich habe unseren Gast mitgebracht. Das ist Senior? Holzer. Oder einfach Jan. Dann darf ich Ihnen meine Familie vorstellen. Ernesto kennen Sie ja bereits. Neben ihm unsere Tochter Graciela. Dann Carlos, ihr Mann. Er arbeitet in der Landwirtschaft. José Ramon, mein Schwiegervater, aber den haben Sie ja schon gesehen. Das ist mein lieber Mann Antonio. Hallo. Sie gestatten, dass ich mich setze. Muchas gracias. Vielen Dank für die Einladung. Das da ist Moros y Cristianos, Mohren und Christen, schwarze Bohnen und Reis. Gekochte Malanga und gekochte Bohnen. Das ist Frikassee vom Schwein, Avocadosalat mit Tomaten. Das alles ist hundertprozentig kubanisch. Ich hoffe, es schmeckt. Ganz bestimmt. Danke. Frag doch bitte Senior Holzer, was er trinken möchte. Steht doch zum Essen her. Passt beides, Limonade oder Cuba Libre? Cuba Libre. Hab ich mir gedacht. Und, wie ging es denn weiter? Erzähl schon. Na, wie schon? Wie zu erwarten. Kein Feierabend, bevor die Norm nicht erfüllt ist. Und bringt die verdammte Schildkröte dazu, dass sie arbeitet, sagt er. Aber wo ist die Schildkröte? Liegt nebenan im Zwiebelfeld, benebelt von dem Zwiebelgeruch, dass wir ihn ins Krankenhaus schaffen müssen. Dummerweise ist da kein Gelber, den wir bitten könnten, ein Blau für uns anzuhalten. Gut, also wir rein mit der Schildkröte ins nächste Kamel. Wir kommen ins Krankenhaus und zur Notaufnahme. Keiner da. Aber da steht eine Tür auf. Wir rein mit der Schildkröte. Himmel, was für ein Gestell. Sie kommen nicht mit? Wie? Wir reden ein bisschen zu schnell. Wir Kubaner reden immer zu schnell. Nein, nein, ich verstehe nur nicht. Gelber. Blauer. Mit der Schildkröte ins Kamel. Wenn einer blauer sagt, meint er die Nummernschilder. Verstehen Sie? Und gelbe, das sind die Verkehrsbeamten. Die dürfen jeden Dienstwagen auf der Straße anhalten, damit die Leute mitnehmen, weil es kaum öffentliche Verkehrsmittel gibt. Und ein Kamel ist ein Omnibus, weil er ja so merkwürdige Höcker wie ein Kamel hat. Und eine Schildkröte ist einer, der nicht gern arbeitet. Verstehe, ein Drückeberger. Was bitte? Hä? Ein Faulsack. Voll was? Einer, der kein Däumchen dreht. Naja, eine Schildkröte halt. Yo si soy del monte, compadre, yo si soy del monte, carmesí. Si soy del monte, compadre, yo si soy del monte, carmesí. Eso yo lo llevo. Es ist wunderschön hier. Ein Haus am Strand, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber sicher eine Menge Arbeit. Richtig, hier gibt's immerfort was zu tun. Und wie ist das mit den Wirbelstürmen? Ich habe gehört, die haben hier auf Kuba richtig Saison. Ja, im Sommer. Aber manchmal auch erst im Herbst. Wenn einem das Dach wegfliegt, das ist sicher nicht komisch. Ja, ja, so ist es. Aber noch haben wir ja Glück gehabt. In der Stadt lebt man wahrscheinlich sicherer. Ich denke, es trifft sie überall, was sie treffen soll. Und ich bin Fischer, ich muss ja hier bleiben. Ich denke, ich habe den schönsten Arbeitsplatz von uns allen. Oh. Und wer macht weiter? Na, wer schon? Jan! Sehr gut, Jan! Ich? Ja! Wir wollen es so. Wir wollen es so. Jan! 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 Jan!
Buenos Dias. Kann ich Ihnen helfen? Verstehst du was davon? Mein erstes Auto war ein alter VW Käfer. Den habe ich komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Und weiter? Ist auch gefahren? Besser als vorher. Schlecht, wenn man keine Ersatzteile hat. Ja, aber die Kubaner waren schon immer sehr erfinderisch. Aber ein neues Boot mit einem neuen Motor wäre besser. Und wohin soll ich damit fahren, amigo? Guck mal, die Welt bis zum Horizont muss für uns genug sein. Aber wenn du Lust hast, mit rauszufahren? Zum Fischen? Ja, was sonst? Etwas anderes können wir kaum tun. Mit dem Kahn können wir doch nicht Wasserski fahren. Niemals eine Frau mit raus zu fischen. Das lenkt bloß ab, die Fische oder die Frau. Ich weiß, wovon ich spreche. Früher habe ich das besser gekonnt. Also, du sagst, du hast schon mal gefischt, ne? Naja, nicht so wie hier auf dem Meer. An einem kleinen See. Als Junge. In Deutschland sagen wir Angeln dazu. Mein Vater hat es mir beigebracht. Wir waren fast jedes Wochenende draußen. Und meine Mutter hat schon immer gejammert, was sie da fangt, ist doch nur für die Katz. Es waren wirklich auch nur sehr kleine Fische. Tja, lange her. Und warum angelst du nicht mehr? Keine Zeit. Und mein Vater ist gestorben, vor ein paar Jahren. Er war erst 62. Herzinfarkt. Zu viel gearbeitet. Ich habe ihm so oft versprochen, dass wir noch mal rausfahren an den See. Aber immer kam was dazwischen. Weißt du, die meisten Menschen sterben auf dieselbe Art, wie sie vorher gelebt haben. Ich glaube, ich habe Glück, da hat tatsächlich einer angebissen. Ist jemand da? Ah, Signora Elvira. Guten Tag. Sagen Sie, ist Ihr Mann da? Nein. Ach, schade. Ich hätte gern noch mal mit ihm gesprochen. Wann kommt er denn zurück? Tja, das hängt davon ab, was er schon gefangen hat. Fragen Sie die Fische. Oh, was für ein Fang, schön. Er wohnt im kleinen Haus. Er ist aus Deutschland. Ah. Was mache ich damit? Oh, haben Sie die etwa gefangen? Sagen wir so, José Ramón hat aufgepasst, dass ich nicht über Bord gehe. Geben Sie her. Ich bringe Sie erstmal in die Küche. Ach, das ist übrigens Señor Márquez. Kommt auch aus Deutschland. Holzer. Ja, angenehm, ja. Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Wirklich. Was machen Sie denn hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Kommen Sie. Ich suche Sie überall. Über Handy, im Hotel. Wo stecken Sie denn? Ich habe Ihr Häuschen gemietet. Was haben Sie? Ja, ich versuche, einen Draht zur Familie zu kriegen und eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und da spielen Sie hier den Touristen oder haben Sie denen gesagt, wer Sie sind? Natürlich nicht. Noch nicht. Hatten Sie inzwischen Kontakt mit dem Ministerium? Nein, bisher noch nicht. Ich werde mich aber weiter drum kümmern. Nein, lassen Sie das erstmal. Damit fahren wir gleich zu großen Geschütze. Vielleicht wird ein Gutachten helfen, dass das Haus baufällig ist. Nein, ein Gutachten dauert zu lange. Wir werden einen anderen Weg finden. Señora Ortega?
Ja? Graciela. Hola. Haben Sie noch ein Messer? Ja, in der Schublade. Was wollen Sie damit? Ihnen helfen. Oder glauben Sie, ich kann das nicht? Doch, doch. Nur ich glaube, das letzte Mal hat mir vor 100 Jahren ein Mann in der Küche geholfen. Es ist wirklich ein echtes Wunder. Ich dachte, Sie haben mir die Gleichberechtigung. Im Prinzip ja, aber unsere Männer sind nun mal Machos. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Nicht die Spur. Arbeit in der Küche und Kinder, das bleibt Frauensache. Ja, aber wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, haben am Ende doch wir Frauen das Sagen, richtig? Unsere Mutter ist dafür das beste Beispiel. Papa steht absolut unterm Pantoffel. Er hat es nur noch nicht gemerkt. Ein bisschen sind sie wie Kinder, unsere Männer. Sie fürchten nichts so wie den Spott. Man könnte sie ja nicht ernst nehmen. Was machst du? Du schenkst deiner Frau Blumen? Bist du so ein Weichei aus einer Telenovela? Aber sie mögen Blumen. Alle Frauen lieben Blumen. Wichtig ist nur, dass sie von lieber Hand kommen. Eine Entschuldigung gibt's allerdings. Blumen sind heutzutage sündhaft teuer. So, und jetzt raus aus der Küche. Sie sind zum Ferienmachen hier. Dann mal los an den Strand, hingelegt und die Sonne genießen. Wie wollen Sie die denn alle braten? Auf der kleinen Feuerstelle? Oh, lassen Sie mal, das kriegen wir schon hin. Bei uns zu Hause, da ist ein Elektroherd oder ein Gasherd. In jedem Haushalt selbstverständlich. Natürlich. Und ganz bestimmt eine Mikrowelle und wahrscheinlich auch eine Spülmaschine. Ja, aber für Dollar kriegt man das ja doch sicher auch. Ja, vorausgesetzt, man hat sie. Hm. Aber bitte sagen Sie mir doch, was Sie gerne dazu essen würden. Reis oder lieber Süßkartoffeln? Tut mir leid, die Einladung muss ich leider abschlagen. Ich muss heute Nachmittag nochmal nach Havanna. Na sowas. Graciela, mit ihrer Geburtstagsfeier versetzen Sie aber nicht. Du hast Signor Holzer doch eingeladen. Na klar, Mama. Und Signor Holzer hat mir versprochen, dass er kommt, stimmt's? Adios. 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 Hallo. Wir sind da. Wie geht's? Danke, gut. Die 312. Wie immer. Sofort. Mhm. Bitte sehr. Danke schön. Darf ich meinen auch haben? Oh, danke. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Bis später. Ja, bis dann. Okay, ciao. Maria, schau dir das mal an. Was ist denn? Oh, qué lindo. Oh nein, wie romantisch. Ich glaube, ich bin im falschen Zimmer. Du, der meint es hundertprozentig ernst. Ich glaube, da ist eine Karte. Ich warte vor der Kathedrale. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Einfach umwerfend aus. Ich habe sie bis jetzt ja nur in Stewardessen-Uniform gesehen. Und halbnackt natürlich. Danke jedenfalls, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Welche Frau kann so vielen Rosen widerstehen? Und? Was haben Sie vor? Ich dachte, ich zeige Ihnen Havanna. Gut, zeigen Sie mir Havanna. Da entlang? Mit 2 Millionen Einwohnern ist Havanna eine der größten und wohl auch lebhaftesten Städte der Karibik. Wussten Sie eigentlich, dass die Altstadt von der UNESCO
zum Weltkulturerbe erklärt wurde? War ja auch nur eine Frage. Drüben am Parque Central stehen die schönsten Häuser von ganz Kuba. Und hier in der Seitenstraße liegt die berühmt-berüchtigte Bodeguita del Medio, Hemingways Stammkneipe. Bravo. Und was steht noch in Ihrem Reiseführer? Von dir? Da gibt's nicht viel. Ich sitze die meiste Zeit im Büro. Ich habe eine Mutter, die ich dreimal im Jahr treffe. Zu Weihnachten, zum Geburtstag und wenn sie zum Beispiel dringend ein neues Auto braucht. Deine eigene Mutter siehst du nur dreimal im Jahr. Mögt euch denn nicht? Doch, aber ich habe wenig Zeit. Was sagt deine Freundin dazu? Ich habe keine. Erzähl mir nichts. Nichts Festes. Das ist schon ehrlich. Und warum nicht? Frauen brauchen jemanden, der für sie da ist, der sie zum Lachen bringt oder manchmal zum Weinen. Ich war bis jetzt mehr für mich da. Wir nennen das auch Selbstverwirklichung und Freiheit. Was hat Freiheit mit Alleinsein zu tun? Du bist doch auch Solo. Du hast doch auch keine Zeit für andere Sachen. Ich brauche eben einen Mann, der meinen Beruf akzeptiert. Ah. Einsam um jeden Preis will ich gar nicht sein. Genug geredet. Komm. Ich will tanzen. Ich kann kein Salsa. Ich zeig's dir. Vielleicht setzen wir uns noch ein bisschen. Ich muss morgen leider früh raus. Es war ein wunderschöner Abend. Ja. Also dann. Ich wohne ja auch hier. Deinen Schlüssel hast du diesmal hoffentlich dabei. Ja, den habe ich diesmal dabei. Ich meinte nur, sonst müsste ich wieder... Was machen wir denn nun?
bin Kubanerin. Stewardess, ich kann mich doch nicht mit einem Ausländer einlassen. Ja, es ist sinnlos. Gegen alle Vernunft. Und gegen alle Prinzipien. Und die Prinzipien? Wie hat man hier drin? Aber das Herz weiß mehr als der Kopf. Hallo? Hallo? Moment bitte. Herr Schanz? Dachte, Sie melden sich mal. Haben Sie die Sache inzwischen über die Bühne gebracht? Die Schweizer machen Druck. Ich bin einen großen Schritt weitergekommen. Und zwar gibt's da eine Möglichkeit, wie sich die Sache regeln lässt. Mit einem Grundstückstausch. Ich brauche jetzt nur noch das passende Objekt. Sehen Sie zu, dass Sie das glatt ziehen. Der Chef hat sich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Die Schweizer wollen so schnell wie möglich einen Architekten rüberschicken. Wenn jetzt noch was dazwischen kommt, dann haben wir nicht nur Geld verloren, sondern auch unsere Reputation. Dann rollen hier die... Ich kümmere mich darum. Noch heute. Bis dann, Herr Schanz. Bis bald. Danke. Deine Geschäfte? Ja, es tut mir leid. Aber ich muss dringend was erledigen. Ich muss sowieso noch zum Flughafen. Ich habe noch einen Inlandflug nach Santiago und zurück. Dann sehen wir uns heute Abend. Geht leider nicht. Ich muss zu einer Familienfeier. Nimm mich doch mit. Ich weiß nicht. Mein Vater ist im Moment nicht gut, auf Ausländer zu sprechen. Wartet da ein anderer auf dich? Nein, aber einem wie dich setzt man doch nicht einfach der Familie vor. Es braucht ein bisschen... Fingerspitzengefühl? Genau. Sag mal, wie heißt die Bucht hier eigentlich? Cayo de Colimar, warum? Weil ich unbedingt noch mal herkommen möchte. Wir sehen uns morgen. Ich warte im Hotel. Habe ich richtig gesehen? Was war das denn eben? Señor Marquez, wir müssen uns treffen. Ich habe das Grundstück. Bis dann. Also, die Grundstücksgrenzen verlaufen ungefähr so. Also ab hier den Strand entlang, dann weiter links rüber bis zu dieser Königspalme. Das wäre dann ungefähr so groß wie das der Familie Ortega. Ja, das könnte hinkommen. Und es wird seit Jahren nicht genutzt. Der Besitzer ist tot. Das Land gehört dem Staat. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Ich war auf dem Katasteramt. Dann haben wir also unser Ersatzgrundstück. Das wäre doch ein reelles Angebot. Ja, natürlich. Dann setzen Sie schon mal den Kaufvertrag auf. Ich rede mit den Ortegas. Marquez. Hat doch wundervoll geklappt. Respekt. Ist eure Mutter zu Hause? Na? Na klar, die hat doch Geburtstag. Heute haben sie ein ganz großes Fest gefeiert. Ich weiß.
Wo warst du letzte Nacht? Hat sich's wenigstens gelohnt. Na, hör mal, so wie er strahlt. Graciella, alles Gute zum Geburtstag. Viel Glück, Gesundheit und Liebe. Für mich? Und hier ist noch was für dich. Oh. Oh. Danke sehr. Bueno, Señora Ortega. Wie war der Fisch? Exquisito. Sie waren inzwischen wohl auf der Jagd? Naja, ich habe ein bisschen eingekauft. Sowas nennen Sie ein bisschen. Ich wollte für alle kochen. Deutsche Küche. Ganz ausgezeichnet. Gracias. Man möchte es nicht glauben, dass ein Mann sowas zustande bringt. So ein Tamtam um ein paar Fleischklößchen in einer pappigen Soße, was soll das? Nachschlag? Na gut. Wo ist eigentlich Ernesto? Er muss unsere Schwester aus Havanna abholen. Also, einen Moment Ruhe bitte. Und klappert nicht mit dem Besteck. Liebe Nachbarn, liebe Familie, und du, mein Häschen, liebe Graciella, wie ihr alle wisst, habe ich die beste Frau der Welt, weil sie mir so wunderbare Kinder geschenkt hat. Jawohl. Wir wollen aber schön bei der Wahrheit bleiben. Ich kann mich noch genau daran erinnern, es ist mir wie gestern, als die Ärzte mir damals sagten, Señor Ortega, ein gesundes Mädchen. Ich war nicht gerade begeistert. Alles, was recht ist, zwei habe ich doch schon. Und heute bin ich besonders stolz auf meine Graciella. Du bist deinen Eltern eine liebe Tochter und deinen Kindern eine sehr gute Mutter. Und durch dich habe ich auch noch einen Sohn gewonnen. Carlos, du bist mir nicht einfach nur wie ein Sohn. Du bist wie mein ältester Sohn. Ja, das muss einfach mal gesagt werden, nicht wahr? Trotzdem wissen wir natürlich, dass unser lieber Schwiegersohn noch eine Menge zu lernen hat, nicht? Genau wie alle anwesenden Männer ebenfalls. Hm? Ganz besonders mein eigener. Zum Glück gibt es ja auch noch andere Exemplare auf unserer Welt, die euch Teufelskerlen vormachen können, wie man charmant ist, aufmerksam und hilfsbereit. Auf dich, mein lieber Schatz. Ja. Meine süße Kleine, wir lieben dich alle. Auf Graciella. Trinken wir einen Schluck auf sie. Salut. 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 Salut, meine Kleine. Salut. Ich glaube, da kommt unsere Große. Ja. Oh. Ah. Dolores. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Wird 100 Jahre alt und bald gesund. Graciella, komm her. Ah. Das ist aber hübsch verpackt, danke. Komm mit, heute hat ein besonderer Gast für uns gekocht. Ja? Was machst du denn hier? Dolores. Du hast doch gesagt, ich soll mich mehr für Land und Leute interessieren. Ja, aber dass du ausgerechnet hierher gekommen bist? Zufall. Was machst du hier? Das ist meine Familie. Deine Familie? Ich habe euer Häuschen gemietet. Und deine Geschäfte? Das habe ich inzwischen so gut wie erledigt. Bist du oft hier? Das ist mein Zuhause. Auf meine Familie hast du jedenfalls Eindruck gemacht. Aber nur bei den Frauen. Wenn du den Männern die Preise verdirbst. Ihr kennt mich doch noch gar nicht richtig. Was würde deine Familie sagen, wenn ich dich mit nach Deutschland nehme? Müsstest du dann nicht erstmal mich fragen? Du bist die Frau, die ich immer gesucht habe. Und du meinst, deshalb gehe ich jetzt mit dir bis ans Ende der Welt? Hey, Deutschland ist nicht das Ende der Welt.
Wie schon. Langt doch bitte zu. Es ist genug von allen da. Nicht, dass mir was übrig bleibt. Ich möchte nicht, dass du Dolores da reinredest. Sie ist alt genug und sie weiß auch, was sie will. Und ich will nicht, dass meine Enkelkinder in Deutschland aufwachsen. Musst du denn immer streiten? Wer sagt dir denn, dass sie nach Deutschland geht? Sie hängt an allem hier genau wie du. Wie stellst du dir das vor? Wie soll das funktionieren? Der ist doch ein ganz anderes Leben gewöhnt. Der zieht niemals nach Kuba. Warten wir es doch ab. Gut, gut. Wir werden ja sehen, wer recht behält. Oh, Madonna. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Guten Morgen. Für euch wird es Zeit, dass ihr ins Bett kommt, Kinder. Nicht vergessen. Einiges Intus, ohne Umweg. Direkt nach Hause. Ja? Oh, du hast einen guten Griff. Oh. Nun aber los, es ist spät geworden. Hopp, hopp. Ich würde gern bei dir bleiben, aber... Du bist ja in meiner Nähe. Dolores, du liebst also diesen Mann, den Jan. Und was glaubst du, wie es mit euch beiden weitergehen wird? Du oder er, wer fliegt zuerst weg? Ich weiß nur, dass wir zusammengehören. Hör mal, ich weiß ja, du bist erwachsen, ja, du bist selbstständig, verdienst gutes Geld und trotzdem mache ich mir Sorgen. Er ist was ganz Besonderes. Mama und die anderen haben ihn doch schon in ihr Herz geschlossen. Gib dir einen Ruck. Lern ihn doch erst mal richtig kennen. Hm? Und du? Kennst du diesen Mann? Sicher, er ist freundlich, äußerst sympathisch. Das muss man ihm lassen. Unbedingt ein Ausländer. Die machen nicht nur Geschäfte hier, nein, sie nehmen sich, was sie wollen. Jetzt auch noch unsere kubanischen Frauen. Jan ist anders, glaub mir. Willst du denn so früh morgen schon hin? Zur Uni. Ich muss meine Diplomarbeit abgeben. Und du, Schwester Herz, so früh kommst du doch sonst auch nicht aus den Federn. Haben wir vielleicht gar nicht geschlafen? Grüße von mir! Jan? Jan! Thank you.
Dolores. Wer bist du? Ich wollte das gestern schon erklären. Natürlich bin ich nicht zufällig hier. Das hat was mit meinem Job zu tun. Ich bin in der Immobilienabteilung der Bank, die mit der Schweizer Hotelkette zusammenarbeitet. Du arbeitest für diese Leute, die uns unser Grundstück wegnehmen wollen. Niemand will euch was wegnehmen. Dolores, lass dir das doch bitte erklären. Du spielst meiner Familie das Theater vom zufälligen Touristen, weil du dachtest, so kommst du schnell an dein Ziel. Ich spiele ihnen nichts vor. Ja, was denn sonst? Na gut, am Anfang vielleicht. Aber ich habe angefangen, die Menschen hier mit ganz anderen Augen zu sehen. Und dass ich mich hier wohlfühle, ist nicht gespielt. Ich mag deine Familie wirklich. Und ich habe ihnen einen guten und vernünftigen Vorschlag zu machen. Ich habe ein wunderschönes Ersatzgrundstück gefunden. Weißt du noch, wo wir schwimmen waren? In der kleinen Bucht von Colima. Und ich, blöde Kuh, habe mich wirklich in dich verliebt. Dabei war alles nur Berechnung. Du hast mich benutzt. Du hast die ganze Zeit nur an deine Geschäfte gedacht. Das stimmt so nicht. Dass wir uns beide kennengelernt haben, hatte damit nichts zu tun. Wie hätte ich denn wissen können? Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Papa hatte vollkommen recht. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ach, weißt du, mein Mädchen, ob du es nun gewusst hast oder nicht, du warst in ihn verliebt. Da ist man eben oft ein wenig, sagen wir, blind. Aber du hast doch gesagt, ich sollte auf mein Herz hören. Es tut mir so leid. Aber weißt du, auch alte Männer irren sich manchmal. Es war einmal ein Kaufvertrag. Ich bin so ein Idiot. Ich habe alles versiebt. Für Dolores bin ich gestorben. Ihre Familie hält mich für einen Scheißkerl. Und für meinen Chef bin ich der Versager des Jahres. Aber Sie haben doch Ihr Möglichstes getan. Ihre Provision können Sie leider auch vergessen. Tja, was soll ich schon mit 5000 Dollar? Havanna kaufen? Ich will mich bei Ihnen entschuldigen. Das müssen Sie nicht. Und hören Sie auf zu denken, das Leben sei zu Ende. Andere Mütter haben auch hübsche Töchter. Für mich gibt's nur eine. Sie wird Ihnen verzeihen. Wenn sie sie wirklich liebt. Leider muss ich morgen zurück nach Deutschland. Aus, mein Traum. Geben Sie mir, was die beiden Seniores hatten, ja? Senor Ortega. Ach, ich wusste genau, dass ich dich hier finden würde. Ich weiß nicht warum, aber ihr Deutschen habt nun mal eine Vorliebe für dieses Lokal. Hat sie Dolores geschickt? Nein. Aber sie hat uns erzählt, was passiert ist. Und jetzt wollen sie mich ins Meer werfen? Gar nicht übel, die Idee. Frag mich nicht warum, aber aus irgendeinem Grund bist du mir sympathisch. Ach, vielleicht weil dein Vater mit dir als Junge zum Angeln war. Du bist also ein Fischer, wenn auch nur auf Umwegen. Ein Freizeitfischer. Aber trotzdem danke. Ich bin nicht deinetwegen hier. Nein, sondern wegen meiner Enkelin, Dolores. Ich will nicht, dass sie denkt, sie hätte sich in den Falschen verliebt. Das denkt sie sowieso. Und ihr Sohn wird auch nie mehr mit mir reden. Die ganze Familie nicht. Warum nicht? Die Idee mit dem Grundstücktausch war doch gar nicht so übel. Könnte von mir sein. Immerhin hast du versucht, eine faire Lösung für uns alle zu finden. Wir sind froh. Wie? Sie wollen da wirklich hinziehen? Nein, so weit geht die Liebe nicht. Aber wie wäre es denn, wenn das Hotel den Standort tauschen würde? Und nicht wir? Moment. Das verstehe ich nicht. Halten Sie die Schweizer für so töricht, Ihre Hotelanlage an einen Strand zu bauen, wo, wie man weiß, gefährliche Strömungen das Schwimmen unmöglich machen? Sie werden weder schwimmen noch tauchen können. Früher war das bekannt, aber irgendwann in Vergessenheit geraten. Wissen Sie,
Genau dort. Dort, wo gebaut werden sollte. Ist das Meer unberechenbar. Stimmt. Als wir damals mit dem Boot rausgefahren sind, da war diese starke Strömung. Die würde jeden Badenden sofort aufs offene Meer rausziehen. Da darf man natürlich kein Hotel hinbauen. Die Bucht von Kolimar, wohin du uns verfrachten wolltest, die ist dagegen völlig ungefährlich. Ich glaube, ich kenne da einen Ozeanografen, der mir das gerne bestätigen wird. Das brauche ich schriftlich. Senor. Salut. Salut. Will mich nicht sehen. Danke, dass Sie es wenigstens versucht haben. Dann komm gut nach Hause. Adios. Adios. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, lieber Herr Holzer, dass Sie uns vor dieser Katastrophe bewahrt haben. Nicht auszudenken, Luxushotel an einem lebensgefährlichen Strand. Hätten nur noch die Haie gefehlt. Ich verstehe nur nicht, warum vorher keiner auf die Idee gekommen ist, das mit den Meeresströmungen zu prüfen. Deshalb haben wir ja solche umsichtigen Mitarbeiter wie Herrn Holzer. Naja, ist ja noch mal alles gut gegangen. Und mit dem neuen Standort ist wirklich alles perfekt? Hundertprozentig. Oder? Sie können sich darauf verlassen. Damit kommen wir zum offiziellen Teil dieses Abends. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen unseren neuen stellvertretenden Abteilungsleiter Immobilien vorstellen. Herr Holzer hat sich durch Engagement, Sachverstand und Mut um unsere Firma verdient gemacht. Weiter so. Wir zählen auf Sie. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Jetzt steht Ihrer Karriere ja nichts mehr im Wege. Vielen Dank. Trotzdem, denken Sie über unser Angebot noch einmal nach. So einen Mann wie Sie bräuchten wir auf Kuba, der nicht nur die Sprache spricht, sondern sich da auch wirklich auskennt. Gratuliere. Y felicidades. Ach, muchas gracias. Und? Heute Abend schon was vor? Ich glaube, ich brauche noch etwas Spanisch-Nachhelfer. Es tut mir leid, aber ich muss mich um meine Mutter kümmern. Deine Mutter. Ich bin zurzeit auf Island. Habe einen sehr netten Autoverkäufer kennengelernt. Du solltest auch mal wieder Urlaub machen. Eine Insel ist genau das Richtige. Meine Kündigung.
Herr Schanz, ich denke, ich bin ja fehl am Platz. Ich gehe zum nächsten Ersten. Aber Sie sind jetzt mein Stellvertreter. Und das ist bestimmt erst der Anfang Ihrer Karriere. Mir ist klar geworden, dass ich die Erwartungen, die die Bank in mich setzt, einfach nicht erfüllen kann. Und ich will nicht bis an mein Lebensende in so einem Büro sitzen. Ja, Sie kriegen ein größeres. Herr Schanz, ich mag auch niemanden zu unsinnigen Geldanlagen oder überteuerten Krediten überreden. Das macht mich nicht glücklich. Sondern? Ich werde nach Kuba gehen. Die Schweizer Investoren haben mir das Management für ihr Projekt angeboten. Ich will was machen, um mit mir im Reinen zu sein. Zum Beispiel ein Hotel bauen, das zur Landschaft gehört und sie nicht kaputt macht. Die berufliche Karriere ist eben nicht das Einzige im Leben. Ich hoffe nur, diese Einsicht ist für mich nicht zu spät gekommen. Ernesto! Hola, Senor Holzer! Waren wir nicht beim Du? Richtig, aber da bist du ja auch noch nicht mein Chef gewesen, hä? Fahren wir gleich ins Büro? Hm? Ich dachte, wir machen einen kleinen Umweg. Übrigens, du fliegst in 2 Wochen in die Schweiz. Was soll ich in der Schweiz, Jan? Ich habe dafür gesorgt, dass du ein Praktikum in der Konzernzentrale machst. Schließlich muss mein neuer Assistent was von internationalen Beziehungen verstehen. Und dann? Was ist? Willst du nicht mal mehr mit mir reden? Wozu? Ich liebe dich. Ich dich aber nicht. Und ich will nicht mit dir zusammenleben. Wer sagt das? Deine Prinzipien? Ja, und meine Vernunft. Und meine Angst. Und was sagt dein Herz?
Was muss ich tun, damit... Zweimal. Man muss das Herz immer zweimal fragen. Und was sagt es, dein Herz? Ich liebe dich. Vielleicht habt ihr ja nur Hunger und seid deshalb so unleidlich. Es steht alles auf dem Tisch. Habt ihr wohl übersehen? Haben Sie doch hergefunden. Kommen Sie, das Essen steht auf dem Tisch. Ich habe schon gegessen. Aber ich bitte Sie, ein bisschen hat immer noch Platz. Und wenn man nicht isst, trinkt man was. Es geht ja nicht nur ums Essen. Man sitzt gemütlich zusammen und redet miteinander. Oder machen Sie gerade eine Diät? Hä? Na, kommen Sie. Ich meine, ich hatte es Ihnen schon mittags gesagt. Hören Sie, meine Frau hat morgen Geburtstag und ich muss noch ein Geschenk besorgen. Glaubt nicht, dass mich der Antreiber weggelassen hat. Dann sollt ihr ihm eins auf die Fresse hauen. Jetzt nehmt euch zusammen. Ich habe unseren Gast mitgebracht. Das ist Senior? Holzer. Oder einfach Jan. Dann darf ich Ihnen meine Familie vorstellen. Ernesto kennen Sie ja bereits. Neben ihm unsere Tochter Graciela. Dann Carlos, Ihr Mann. Er arbeitet in der Landwirtschaft. José Ramon, mein Schwiegervater, aber den haben Sie ja schon gesehen. Das ist mein lieber Mann Antonio. Hallo. Sie gestatten, dass ich mich setze. Muchas gracias. Vielen Dank für die Einladung. Das da ist Moros y Cristianos, Mohren und Christen, schwarze Bohnen und Reis. Gekochte Malanga und gekochte Bohnen. Das ist Frikassee vom Schwein, Avocadosalat mit Tomaten. Das alles ist hundertprozentig kubanisch. Ich hoffe, es schmeckt. Ganz bestimmt. Danke. Frag doch bitte Senior Holzer, was er trinken möchte. Steht doch zum Essen hier. Passt beides, Limonade oder Cuba Libre? Cuba Libre. Hab ich mir gedacht. Und, wie ging's denn weiter? Erzähl schon. Na, wie schon? Wie zu erwarten. Kein Feierabend, bevor die Norm nicht erfüllt ist. Und bringt die verdammte Schildkröte dazu, dass sie arbeitet, sagt er. Aber wo ist die Schildkröte? Liegt nebenan im Zwiebelfeld, benebelt von dem Zwiebelgeruch, dass wir ihn ins Krankenhaus schaffen müssen. Dummerweise ist da kein Gelber, den wir bitten könnten, ein Blau für uns anzuhalten. Gut, also wir rein mit der Schildkröte ins nächste Kamel. Ihr kommt ins Krankenhaus und zur Notaufnahme. Keiner da. Aber da steht eine Tür auf. Wir rein mit der Schildkröte. Himmel. Was für ein Gestell. Sie kommen nicht mit? Wie? Wir reden ein bisschen zu schnell. Wir Kubaner reden immer zu schnell. Nein, nein, ich verstehe nur nicht. Gelber. Blauer. Mit der Schildkröte ins Kamel. Wenn einer blauer sagt, meint er die Nummernschilder. Verstehen Sie? Und gelbe, das sind die Verkehrsbeamten. Die dürfen jeden Dienstwagen auf der Straße anhalten, damit die Leute mitnehmen, weil es kaum öffentliche Verkehrsmittel gibt. Und ein Kamel ist ein Omnibus, weil er ja so merkwürdige Höcker wie ein Kamel hat. Und eine Schildkröte ist einer, der nicht gern arbeitet. Verstehe, ein Drückeberger. Was bitte? Von dir. Da gibt's nicht viel. Ich sitze die meiste Zeit im Büro. Ich habe eine Mutter, die ich dreimal im Jahr treffe. Zu Weihnachten, zum Geburtstag und wenn sie zum Beispiel dringend ein neues Auto braucht. Deine eigene Mutter siehst du nur dreimal im Jahr. Mögt euch denn nicht? Doch, aber ich habe wenig Zeit. Was sagt deine Freundin dazu? Ich habe keine. Erzähl mir nichts. Nichts Festes. Das ist schon ehrlich. Und warum nicht? Frauen brauchen jemanden, der für sie da ist, der sie zum Lachen bringt oder manchmal zum Weinen. Ich war bis jetzt mehr für mich da.
Wir nennen das auch Selbstverwirklichung und Freiheit. Was hat Freiheit mit Alleinsein zu tun? Du bist doch auch Solo. Du hast doch auch keine Zeit für andere Sachen. Ich brauche eben einen Mann, der meinen Beruf akzeptiert. Ah. Einsam um jeden Preis will ich gar nicht sein. Genug geredet. Komm, ich will tanzen. Ich kann kein Salsa. Ich zeig's dir. Meine Kündigung. Herr Schanz, ich denke, ich bin ja fehl am Platz. Ich gehe zum nächsten Ersten. Aber Sie sind jetzt mein Stellvertreter. Und das ist bestimmt erst der Anfang Ihrer Karriere. Mir ist klar geworden, dass ich die Erwartungen, die die Bank in mich setzt, einfach nicht erfüllen kann. Und ich will nicht bis an mein Lebensende in so einem Büro sitzen. Sie kriegen ein größeres. Herr Schanz, ich mag auch niemanden zu unsinnigen Geldanlagen oder überteuerten Krediten überreden. Das macht mich nicht glücklich. Sondern? Ich werde nach Kuba gehen. Die Schweizer Investoren haben mir das Management für ihr Projekt angeboten. Ich will was machen, um mit mir im Reinen zu sein. Zum Beispiel ein Hotel bauen, das zur Landschaft gehört und sie nicht kaputt macht. Die berufliche Karriere ist eben nicht das Einzige im Leben. Ich hoffe nur, diese Einsicht ist für mich nicht zu spät gekommen. Ernesto! Hola, Senor Holzer! Waren wir nicht beim Du? Richtig, aber da bist du ja auch noch nicht mein Chef gewesen, hä? Fahren wir gleich ins Büro? Hm? Ich dachte, wir machen einen kleinen Umweg. Übrigens, du fliegst in 2 Wochen in die Schweiz. Was soll ich in der Schweiz, Jan? Ich habe dafür gesorgt, dass du ein Praktikum in der Konzernzentrale machst. Schließlich muss mein neuer Assistent was von internationalen Beziehungen verstehen. Blum, wichtig ist nur, dass sie von lieber Hand kommen. Eine Entschuldigung gibt's allerdings. Blumen sind heutzutage sündhaft teuer.
So, und jetzt raus aus der Küche. Sie sind zum Ferienmachen hier. Dann mal los an den Strand, hingelegt und die Sonne genießen. Wie wollen Sie die denn alle braten? Auf der kleinen Feuerstelle? Oh, lassen Sie mal, das kriegen wir schon hin. Bei uns zu Hause, da ist ein Elektroherd oder ein Gasherd. In jedem Haushalt selbstverständlich. Natürlich. Und ganz bestimmt eine Mikrowelle und wahrscheinlich auch eine Spülmaschine. Ja, aber für Dollar kriegt man das ja doch sicher auch. Ja, vorausgesetzt, man hat sie. Hm. Aber bitte sagen Sie mir doch, was Sie gerne dazu essen würden. Reis oder lieber Süßkartoffeln? Tut mir leid, die Einladung muss ich leider abschlagen. Ich muss heute Nachmittag nochmal nach Havanna. Na sowas. Graciela, mit ihrer Geburtstagsfeier versetzen Sie aber nicht. Du hast Senior Holzer doch eingeladen. Na klar, Mama. Und Senior Holzer hat mir versprochen, dass er kommt, stimmt's? Adios. 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 Hallo. Wir sind da. Wie geht's? Danke, gut. Die 312. Wie immer. Sofort. Mhm. Bitte sehr. Danke schön. Darf ich meinen auch haben? Oh, danke. Dir dann. Ciao, ciao. Ciao. Bis später. Ja, bis dann. Okay, ciao. Maria, schau dir das mal an. Was ist denn? Oh, que lindo. Oh nein, wie romantisch. Ich glaube, ich bin im falschen Zimmer. Du, der meint es hundertprozentig ernst. Ich glaube, das ist eine Karte. Ich warte vor der Kathedrale. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Sie sehen einfach umwerfend aus. Ich habe Sie bis jetzt ja nur in Stewardessen-Uniform gesehen. Und halbnackt natürlich. Danke jedenfalls, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Welche Frau kann so vielen Rosen widerstehen? Und? Was haben Sie vor? Ich dann unbedingt einen Ausländer. Die machen nicht nur Geschäfte hier. Nein, sie nehmen sich, was sie wollen. Jetzt auch noch unsere kubanischen Frauen. Jan ist anders. Glaub mir. Gehst du denn so früh morgen schon hin? Zur Uni. Ich muss meine Diplomarbeit abgeben. Und du, Schwester Herz, so früh kommst du doch sonst auch nicht aus den Federn. Haben wir vielleicht gar nicht geschlafen? Grüße von mir! Jan? Jan! Dolores. Wer bist du? Ich wollte das gestern schon erklären.
Natürlich bin ich nicht zufällig hier. Das hat was mit meinem Job zu tun. Ich bin in der Immobilienabteilung der Bank, die mit der Schweizer Hotelkette zusammenarbeitet. Du arbeitest für diese Leute, die uns unser Grundstück wegnehmen wollen. Niemand will euch was wegnehmen. Dolores, lass dir das doch bitte erklären. Du spielst meiner Familie das Theater vom zufälligen Touristen. Weil du dachtest, so kommst du schnell an dein Ziel. Ich spiele ihnen nichts vor. Ja, was denn sonst? Na gut, am Anfang vielleicht. Aber ich habe angefangen, die Menschen hier mit ganz anderen Augen zu sehen. Und dass ich mich hier wohlfühle, ist nicht gespielt. Ich mag deine Familie wirklich. Und ich habe ihnen einen guten und vernünftigen Vorschlag zu machen. Ich habe ein wunderschönes Ersatzgrundstück gefunden. Weißt du noch, wo wir schwimmen waren? In der kleinen Bucht von... Hans, ich denke, ich bin ja fehl am Platz. Ich gehe zum nächsten Ersten. Aber Sie sind jetzt mein Stellvertreter. Und das ist bestimmt erst der Anfang Ihrer Karriere. Mir ist klar geworden, dass ich die Erwartungen, die Bank in mich setzt, einfach nicht erfüllen kann. Und ich will nicht bis an mein Lebensende in so einem Büro sitzen. Sie kriegen ein größeres. Herr Schanz, ich mag auch niemanden zu unsinnigen Geldanlagen oder überteuerten Krediten überreden. Das macht mich nicht glücklich. Sondern? Ich werde nach Kuba gehen. Die Schweizer Investoren haben mir das Management für ihr Projekt angeboten. Ich will was machen, um mit mir im Reinen zu sein. Zum Beispiel ein Hotel bauen, das zur Landschaft gehört und sie nicht kaputt macht. Die berufliche Karriere ist eben nicht das Einzige im Leben. Ich hoffe nur, diese Einsicht ist für mich nicht zu spät gekommen. Ernesto! Hola, Señor Holzer! Waren wir nicht beim Du? Richtig, aber da bist du ja auch noch nicht mein Chef gewesen, hä? Fahren wir gleich ins Büro? Hm? Ich dachte, wir machen einen kleinen Umweg. Übrigens, du fliegst in 2 Wochen in die Schweiz. Was soll ich in der Schweiz, Jan? Ich habe dafür gesorgt, dass du ein Praktikum in der Konzernzentrale machst. Schließlich muss mein neuer Assistent was von internationalen Beziehungen verstehen. Und dann... Euch Teufelskerlen vormachen können, wie man charmant ist. Aufmerksam und hilfsbereit. Auf dich, mein lieber Schatz. Ja. Meine süße Kleine, wir lieben ja. dich ja. alle. Trinken wir einen Schluck auf sie. Salut. 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 Meine Kleine. Salut. Ich glaube, da kommt Salut. Unsere Große. Ja. Oh. Dolores, schön. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst 100 Jahre alt und bald gesund. Ich danke dir. Komm her. Das ist aber hübsch verpackt, danke. Komm mit. Heute hat ein besonderer Gast für uns gekocht. Jan? Was machst du denn hier? Dolores. Du hast doch gesagt, ich soll mich mehr für Land und Leute interessieren. Ja, aber dass du ausgerechnet hierher gekommen bist?
Zufall. Was machst du hier? Das ist meine Familie. Deine Familie? Ich habe euer Häuschen gemietet. Und deine Geschäfte? Das habe ich inzwischen so gut wie erledigt. Bist du oft hier? Das ist mein Zuhause. Auf meine Familie hast du jedenfalls Eindruck gemacht. Aber nur bei den Frauen. Wenn du den Männern die Preise verdirbst. Ihr kennt mich doch noch gar nicht richtig. Was würde deine Familie sagen, wenn ich dich mit nach Deutschland nehme? Müsstest du dann nicht erstmal mich fragen? Du bist die Frau, die ich immer gesucht habe. Und du meinst, deshalb gehe ich jetzt mit dir bis ans Ende der Welt? Hey, Deutschland ist nicht das Ende der Welt. Wie schon? Langt doch bitte zu, es ist genug von allem da. Buenos dias. Kann ich Ihnen helfen? Verstehst du was davon? Mein erstes Auto war ein alter VW Käfer. Den habe ich komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Und weiter? Ist auch gefahren? Besser als vorher. Schlecht, wenn man keine Ersatzteile hat. Ja, aber die Kubaner waren schon immer sehr erfinderisch. Aber ein neues Boot mit einem neuen Motor wäre besser. Und wohin soll ich damit fahren, amigo? Guck mal, die Welt bis zum Horizont muss für uns genug sein. Aber wenn du Lust hast, mit rauszufahren? Zum Fischen? Ja, was sonst? Etwas anderes können wir kaum tun. Mit dem Kahn können wir doch nicht Wasserski fahren. Nimm niemals eine Frau mit raus zum Fischen. Das lenkt bloß ab, die Fische oder die Frau. Ich weiß, wovon ich spreche. Früher habe ich das besser gekonnt. Also, du sagst, du hast schon mal gefischt, ne? Naja, nicht so wie hier auf dem Meer. An einem kleinen See. Als Junge. In Deutschland sagen wir Angeln dazu. Mein Vater hat es mir beigebracht. Wir waren fast jedes Wochenende draußen. Und meine Mutter hat schon immer gejammert, was sie da fangt, ist doch nur für die Katz. Es waren wirklich auch nur sehr kleine Fische. Tja, lange her. Und warum angelst du nicht mehr? Keine Zeit. Und mein Vater ist gestorben, vor ein paar Jahren. Er war erst 62. Und vormachen können, wie man charmant ist. Aufmerksam und hilfsbereit.
auf dich, mein lieber Schatz. Ja. Meine süße Kleine, wir lieben dich. Ja, auf Gott. Trinken wir einen Schluck auf sie. Salut. 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 Meine Kleine. Salut. Ich glaube, da kommt unsere Große. Ja. Oh. Ah. Aha. Dolores. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Wird 100 Jahre alt und bald gesund. Ich danke dir. Komm her. Das ist aber hübsch verpackt, danke. Komm mit. Heute hat ein besonderer Gast für uns gekocht. Jan? Was machst du denn hier? Dolores. Du hast doch gesagt, ich soll mich mehr für Land und Leute interessieren. Ja, aber dass du ausgerechnet hierher gekommen bist? Zufall. Was machst du hier? Das ist meine Familie. Deine Familie? Ich habe euer Häuschen gemietet. Und deine Geschäfte? Das habe ich inzwischen so gut wie erledigt. Bist du oft hier? Das ist mein Zuhause. Auf meine Familie hast du jedenfalls Eindruck gemacht. Aber nur bei den Frauen. Wenn du den Männern die Preise verdirbst. Ihr kennt mich doch noch gar nicht richtig. Was würde deine Familie sagen, wenn ich dich mit nach Deutschland nehme? Müsstest du dann nicht erstmal mich fragen? Du bist die Frau, die ich immer gesucht habe. Und du meinst, deshalb gehe ich jetzt mit dir bis ans Ende der Welt? Hey, Deutschland ist nicht das Ende der Welt. Wie schon? Langt doch bitte zu. Es ist genug von allen da. Nicht, dass mir was übrig bleibt. Gute Nacht. Für euch wird es Zeit, dass ihr ins Bett kommt, Kinder. Nicht vergessen. Einiges Intus, ohne Umweg. Direkt nach Hause. Ja? Oh, du hast einen guten Bett. Nun aber los. Es ist spät geworden. Hopp, hopp. Ich würde gern bei dir bleiben, aber... Du bist ja in meiner Nähe. Dolores, du liebst also diesen Mann, den Jan. Und was glaubst du, wie es mit euch beiden weitergehen wird? Du oder er? Wer fliegt zuerst weg? Ich weiß nur, dass wir zusammengehören. Hör mal, ich weiß ja, du bist erwachsen, ja. Du bist selbstständig, verdienst gutes Geld und trotzdem mache ich mir Sorgen. Er ist was ganz Besonderes. Mama und die anderen haben ihn doch schon in ihr Herz geschlossen. Gib dir einen Ruck. Lern ihn doch erst mal richtig kennen. Hm? Und du? Kennst du diesen Mann? Sicher, er ist freundlich, äußerst sympathisch. Das muss man ihm lassen. Unbedingt ein Ausländer. Die machen nicht nur Geschäfte hier, nein, sie nehmen sich, was sie wollen. Jetzt auch noch unsere kubanischen Frauen. Jan ist anders, glaub mir. Hoffentlich.
willst du denn so früh morgen schon hin? Zur Uni. Ich muss meine Diplomarbeit abgeben. Und du, Schwester Herz, so früh kommst du doch sonst auch nicht aus den Federn. Haben wir vielleicht gar nicht geschlafen? Der Jagd? Naja, ich habe ein bisschen eingekauft. So was nennen Sie ein bisschen? Ich wollte für alle kochen. Deutsche Küche. Ganz ausgezeichnet. Gracias. Man möchte es nicht glauben, dass ein Mann sowas zustande bringt. So ein Tamtam um ein paar Fleischklößchen in einer papigen Soße, was soll das? Nachschlag? Na gut. Wo ist eigentlich Ernesto? Er muss unsere Schwester aus Havanna abholen. Also, einen Moment Ruhe bitte. Und klappert nicht mit dem Besteck. Liebe Nachbarn, liebe Familie, und du, mein Häschen, liebe Graciella. Wie ihr alle wisst, habe ich die beste Frau der Welt, weil sie mir so wunderbare Kinder geschenkt hat. Jawohl. Wir wollen aber schön bei der Wahrheit bleiben. Ich kann mich noch genau daran erinnern, es ist mir wie gestern, als die Ärzte mir damals sagten, Señor Ortega, ein gesundes Mädchen. Ich war nicht gerade begeistert. Alles, was recht ist, zwei habe ich doch schon. Und heute bin ich besonders stolz auf meine Graciella. Du bist deinen Eltern eine liebe Tochter und deinen Kindern eine sehr gute Mutter. Und durch dich habe ich auch noch einen Sohn gewonnen. Carlos, du bist mir nicht einfach nur wie ein Sohn. Du bist wie mein ältester Sohn. Ja, das muss einfach mal gesagt werden, nicht wahr? Trotzdem wissen wir natürlich, dass unser lieber Schwiegersohn noch eine Menge zu lernen hat, nicht? Genau wie alle anwesenden Männer ebenfalls. Hm? Ganz besonders mein eigener. Zum Glück gibt es ja auch noch andere Exemplare auf unserer Welt, die euch Teufelskerlen vormachen können, wie man charmant ist, aufmerksam und hilfsbereit. Auf dich, mein lieber Schatz. Ja. Meine süße Kleine, wir lieben dich alle. Ja, auf Graciella. Trinken wir einen Schluck auf sie. Salut. 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 Meine Kleine. Salut. Ich glaube, da kommt unsere Große. Ja. Oh. Ah. Dolores. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Werd 100 Jahre alt und bald gesund. Graciella, komm her. Das ist aber hübsch verpackt, danke. Komm mit, heute hat ein besonderer Gast für uns gekocht. Jan? Und die Prinzipien? Die hat man hier drin. Aber das Herz weiß mehr als der Kopf. Hallo? Hallo? Moment bitte. Herr Schanz? Dachte, Sie melden sich mal. Haben Sie die Sache inzwischen über die Bühne gebracht? Die Schweizer machen Druck. Ich bin einen großen Schritt weitergekommen. Und zwar gibt's da eine Möglichkeit, wie sich die Sache regeln lässt. Mit einem Grundstückstausch. Ich brauche jetzt nur noch das passende Objekt. Sehen Sie zu, dass Sie das glatt ziehen. Der Chef hat sich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Die Schweizer wollen so schnell wie möglich einen Architekten rüberschicken. Wenn jetzt noch was dazwischen kommt, dann haben wir nicht nur Geld verloren, sondern auch unsere Reputation. Dann rollen hier die
Ich kümmere mich darum. Noch heute. Bis dann, Herr Schanz. Bis bald. Danke. Deine Geschäfte? Ja, es tut mir leid. Aber ich muss dringend was erledigen. Ich muss sowieso noch zum Flughafen. Ich habe noch einen Inlandflug nach Santiago und zurück. Dann sehen wir uns heute Abend. Geht leider nicht. Ich muss zu einer Familienfeier. Nimm mich doch mit. Ich weiß nicht. Mein Vater ist im Moment nicht gut, auf Ausländer zu sprechen. Wartet da ein anderer auf dich? Nein, aber einem wie dich setzt man doch nicht einfach der Familie vor. Es braucht ein bisschen... Fingerspitzengefühl. Genau. Sag mal, wie heißt die Bucht hier eigentlich? Cayo de Colimar, warum? Weil ich unbedingt noch mal herkommen möchte. Wir sehen uns morgen. Ich warte im Hotel. Entschuldigen Sie. Holzer? Marques hier. Mama, ich will was zum Beispiel. Nein, nein, jetzt nicht. Hey, hast du ein Fahrrad gesehen? Ja, er hat es mir gezeigt. Ich bin ja schief. Sind Sie noch dran? Ich wollte Ihnen nur sagen, ich kann heute nicht ins Ministerium fahren. Zwei meiner Kinder sind krank. Ja, meine Frau und ich haben die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Wir müssen mit Ihnen ins Krankenhaus. Kann sich nicht Ihre Frau darum kümmern? Nein. Die muss schon die anderen in die Schule und in den Kindergarten bringen. Sie selbst hat ja auch schon Fieber. Gut, das lässt sich nun mal nicht ändern. Aber bleiben Sie bitte dran. Sie wissen, wie wichtig die Angelegenheit für unser Unternehmen ist. Und geben Sie mir sofort Bescheid, wenn Sie etwas erreicht haben. Herr Marques, hasta luego. Hasta luego. Nur Stress und Ärger bringt mir dieser Mist. Warum tue ich mir das bloß an? Weil wir davon über ein Jahr lang gut leben können. Sie sind geschäftlich hier? Verstehe. Dann sind Sie also einer von diesen Businessmen, die bei uns das große Geld machen wollen. Naja, Ihr Land profitiert doch auch davon. Ich meine, wenn dadurch die Wirtschaft belebt wird, kann das nur gut für die Bevölkerung sein. Ich weiß, Sie sind wieder Missionare, nur das Beste für die Menschen will. Aber kennen Sie denn Land und Leute so gut, dass Sie genau wissen, was gut für Sie ist? Wie oft fahren Sie schon auf Kuba? Ich bin das erste Mal hier. Die Kubaner haben ihren eigenen Stolz. Das werden Sie schon bald merken. Wenn Sie lachen, sind Sie noch schöner. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen? Um 12 geht meine Maschine. Ich muss heute nach Paris. Aber es kommt nicht in Frage, dass Sie bezahlen. Ich habe was wieder gut zu machen. Ich muss zu meinem Flieger und Sie zu Ihren Geschäften. So ist das Leben. Ciao. Sehen wir uns wieder? Wer weiß? Wir sind hier auf einer Insel. Und Kuba ist eigentlich ein Dorf. Vielleicht laufen wir uns mal wieder über den Weg. Ciao. Wunderbare Kindergeschenke. Jawohl. Wir wollen aber schön bei der Wahrheit bleiben. Ich kann mich noch genau daran erinnern, es ist mir wie gestern, als die Ärzte mir damals sagten, Senor Ortega, ein gesundes Mädchen. Ich war nicht gerade begeistert. Alles, was recht ist, zwei habe ich doch schon. Und heute bin ich besonders stolz auf meine Graciella. Du bist deinen Eltern eine liebe Tochter und deinen Kindern eine sehr gute Mutter. Und durch dich habe ich auch noch einen Sohn gewonnen. Carlos, du bist mir nicht einfach nur wie ein Sohn. Du bist wie mein ältester Sohn. Ja, das muss einfach mal gesagt werden, nicht wahr? Trotzdem wissen wir natürlich, dass unser lieber Schwiegersohn noch eine Menge zu lernen hat, nicht?
Genau wie alle anwesenden Männer ebenfalls. Hm? Ganz besonders mein eigener. Zum Glück gibt es ja auch noch andere Exemplare auf unserer Welt, die euch Teufelskerlen vormachen können, wie man charmant ist, aufmerksam und hilfsbereit. Auf dich, mein lieber Schatz. Ja. Meine süße Kleine, wir lieben dich. Ja, auf Gott, trinken wir einen Schluck auf sie. Salut. 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 Meine Kleine. Salut. Ich glaube, da kommt unsere Große. Ja. Oh. Ah. Dolores. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Werd 100 Jahre alt und bald gesund. Ich danke dir. Komm her. Das ist aber hübsch verpackt, danke. Komm mit, heute hat ein besonderer Gast für uns gekocht. Jan? Was machst du denn hier? Dolores. Du hast doch gesagt, ich soll mich mehr für Land und Leute interessieren. Ja, aber dass du ausgerechnet hierher gekommen bist? Zufall. Was machst du hier? Das ist meine Familie. Deine Familie? Ich habe euer Häuschen gemietet. Und deine Geschäfte? Das habe ich inzwischen so gut wie erledigt. Bist du oft hier? Das ist mein Zuhause. Auf meine Familie hast du jedenfalls Eindruck gemacht. Aber nur bei den Frauen. Wenn du den Männern die Preise verdirbst. Ihr kennt mich doch noch gar nicht richtig. Was würde deine Familie sagen, wenn ich dich mit nach Deutschland nehme? Mädchen habt nun mal eine Vorliebe für dieses Lokal. Hat sie Dolores geschickt? Nein. Aber sie hat uns erzählt, was passiert ist. Und jetzt wollen sie mich ins Meer werfen? Gar nicht übel, die Idee. Frag mich nicht warum, aber aus irgendeinem Grund bist du mir sympathisch. Ach, vielleicht weil dein Vater mit dir als Junge zum Angeln war. Du bist also ein Fischer, wenn auch nur auf Umwegen. Ein Freizeitfischer. Aber trotzdem danke. Ich bin nicht deinetwegen hier. Nein. Sondern wegen meiner Enkelin, Dolores. Ich will nicht, dass sie denkt, sie hätte sich in den Falschen verliebt. Das denkt sie sowieso. Und ihr Sohn wird auch nie mehr mit mir reden. Die ganze Familie nicht. Warum nicht? Die Idee mit dem Grundstücktausch war doch gar nicht so übel. Könnte von mir sein. Immerhin hast du versucht, eine faire Lösung für uns alle zu finden. Wir sind froh. Wie? Sie wollen da wirklich hinziehen? Nein, so weit geht die Liebe nicht. Aber wie wär's denn, wenn das Hotel den Standort tauschen würde? Und nicht wir? Moment. Das verstehe ich nicht. Halten Sie die Schweizer für so töricht, Ihre Hotelanlage an einen Strand zu bauen, wo, wie man weiß, gefährliche Strömungen das Schwimmen unmöglich machen? Sie werden weder schwimmen noch tauchen können. Früher war das bekannt, aber irgendwann in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, genau dort... Dort, wo gebaut werden sollte, ist das Meer unberechenbar. Stimmt. Als wir damals mit dem Boot rausgefahren sind, da war diese starke Strömung. Die würde jeden Badenden sofort aufs offene Meer rausziehen. Da darf man natürlich kein Hotel hinbauen. Die Bucht von Kolimaren, wohin du uns verfrachten wolltest, die ist dagegen völlig ungefährlich. Ich glaube, ich kenne da einen Ozeanografen, der mir das gerne bestätigen wird. Das brauche ich schriftlich. Senor. Salut. Salut. Komm,
Sie... Wo willst du denn so früh morgen schon hin? Zur Uni. Ich muss meine Diplomarbeit abgeben. Und du, Schwester Herz, so früh kommst du doch sonst auch nicht aus den Federn. Haben wir vielleicht gar nicht geschlafen? Grüße von mir! Jan? Jan! Dolores. Wer bist du? Ich wollte das gestern schon erklären. Natürlich bin ich nicht zufällig hier. Das hat was mit meinem Job zu tun. Ich bin in der Immobilienabteilung der Bank, die mit der Schweizer Hotelkette zusammenarbeitet. Du arbeitest für diese Leute, die uns unser Grundstück wegnehmen wollen. Niemand will euch was wegnehmen. Dolores, lass dir das doch bitte erklären. Du spielst meiner Familie das Theater vor, vom zufälligen Touristen. Weil du dachtest, so kommst du schnell an dein Ziel. Ich spiele ihnen nichts vor. Ja, was denn sonst? Na gut, am Anfang vielleicht. Aber ich habe angefangen, die Menschen hier mit ganz anderen Augen zu sehen. Und dass ich mich hier wohlfühle, ist nicht gespielt. Ich mag deine Familie wirklich. Und ich habe ihnen einen guten und vernünftigen Vorschlag zu machen. Ich habe ein wunderschönes Ersatzgrundstück gefunden. Weißt du noch, wo wir schwimmen waren? In der kleinen Bucht von Colima. Und ich, blöde Kuh, hab mich wirklich nicht verliebt. Dabei war alles nur Berechnung. Du hast mich benutzt. Du hast die ganze Zeit nur an deine Geschäfte gedacht. Das stimmt so nicht. Dass wir uns beide kennengelernt haben, hatte damit nichts zu tun. Wie hätte ich denn wissen können? Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Papa hatte vollkommen recht. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ach, weißt du, mein Mädchen, ob du es nun gewusst hast oder nicht, du warst in ihn verliebt. Da ist man eben oft ein wenig, sagen wir, blind. Aber du hast doch gesagt, ich sollte auf meine Eltern hören. Es tut mir... Zustände, jedenfalls was die Eigentumsverhältnisse angeht. Und was sagt unser Kontaktmann in Havanna, dieser... Marquez. Genau. Er hat doch Verbindungen bis in die höchsten Kreise, behauptet er jedenfalls. Er ist wirklich keine große Hilfe. Aber mir fällt schon was ein. Sie wissen, ich zähle auf Sie. Ja, Herr Schanz. Bis dann. Bis dann. Geh schon mal frühstücken, ich muss noch duschen.
Maria, kann ich bei dir duschen? Bei mir gibt es nur kaltes Wasser. Ja, geh schon los, aber lass mir die Tür auf. Danke. Was gucken Sie denn so? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Warten Sie mal.